Ich habe ja vorhin schon vor der Meditation ein paar einführende Worte gesagt zu Vesak, also Vesak, das Fest, was wir heute feiern, als das Fest der Erleuchtung des Buddha und ein ganz wichtiges Fest in der buddhistischen Tradition, auch das, was, soweit ich weiß, von allen Traditionen gefeiert wird. Es ist nicht so, dass alle buddhistische Schulen immer die gleichen Feste feiern, die haben teilweise verschiedene Betonungen, aber soweit ich weiß, nach allem, was ich gehört habe, ist Vesak das Fest, was in der ganzen buddhistischen Welt überall gefeiert wird. Und abgesehen davon, was wir da feiern, nämlich die Erleuchtung des Buddha, finde ich auch die Tatsache, dass wir alle, dass alle Buddhisten das feiern, sehr wichtig, als eine Art Gemeinsamkeit, auch mit anderen buddhistischen Traditionen. Das ist etwas, was mich persönlich auch sehr berührt und inspiriert. Ja, vielleicht weiß nicht jeder von euch, was das Wort Vesak bedeutet oder woher das kommt. Vesak kommt von dem Namen Vesaka und das ist der Name eines Monats im indischen Kalender. Der indische Kalender ist ein anderer als der, den wir im Westen haben, oder der traditionelle indische Kalender. Und einer der Monate dort war der Monat Vesaka und der fällt auf unseren April, Mai ungefähr. Und der Tradition nach hat der Buddha die Erleuchtung erlangt in der Vollmondnacht des Monats Vesaka. Ja, so in der Nacht, als der Vollmond schien, so sagt es die Tradition, hat der Buddha Erleuchtung erlangt. Und deswegen wird das Fest auch eben in Erinnerung daran Vesak genannt. Und um dieses Ereignis ranken sich natürlich sehr, sehr viele Legenden. Es gibt wahrscheinlich kaum irgendein Ereignis im Leben des Buddha, wo so viele Geschichten drum gesponnen wurden, so viele Legenden entstanden sind, wie um die Erleuchtungsnacht oder die ganzen Ereignisse in den Tagen davor und in den Wochen danach auch. Sehr, sehr viele Geschichten darüber und auch wiederum, die sind nicht alle einheitlich in allen Schriften, die man findet. Also es gibt verschiedene Aufzeichnungen vom Leben des Buddha und man findet nicht alle Legenden immer genau gleich. Die haben sich teilweise anders entwickelt. Manche Legenden findet man nur in bestimmten Versionen von der Geschichte, von der Erzählung vom Leben des Buddha. Aber manche Legenden findet man auch in allen Traditionen, in allen Schriften, die vom Leben des Buddha erzählen. Und ich denke, dass viele dieser Ereignisse sehr bekannt sind. Ja, so, dass wir die kennen von früheren Vorträgen oder einfach, weil wir dann ein bisschen was über das Leben des Buddha wissen. Zum Beispiel wissen wir alle, dass der Buddha Askese geübt hat. Dass einer der Versuche, die er gemacht hat vor seiner Erleuchtung, um zur Wahrheit durchzubrechen, war, dass er dachte, er könnte das mit asketischen Methoden, mit Selbstkasteiung bewirken. Und dann viele Jahre lang das geübt hat und zum Schluss, so sagen es auch die Schriften, sehr bildlich, ganz abgemagert und eigentlich schon fast am Rande des Todes war, weil er sich seinem Körper so gequält hatte, dass er eigentlich keine Kraft mehr hatte. Und eines der ersten Ereignisse, die so mit der Erleuchtung zu tun haben, ist seine Entscheidung, wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Und da gibt es wiederum ganz viele Ausschmückungen. In einer Version ist es ein Mädchen namens Sujata oder eine junge Frau namens Sujata, die ihm die erste Speise reicht. In anderen Versionen sind das Schwestern, die das machen. Und es wird dann, der Tradition nach, wird gesagt, es war eine Milchspeise. Das genau wissen wir nicht, vielleicht eine Art Milchreis oder sowas. Und wie er dann, nachdem er diese Speise genommen hat, wieder Kraft in seinen Körper fließt und er sich bereit fühlt, diesen entscheidenden Kampf zu führen, der dann zur Erleuchtung führen wird. Ich werde die gar nicht erzählen, diese ganzen Ereignisse, weil ich denke, wir kennen die alle so gut. Ich nenne nur ein paar. Wir wissen alle, dass er unterm Bodhi-Baum Erleuchtung erlangt hat. Das heißt, dass er unter einem wunderschönen Feigenbaum sich setzte, um den auch alle möglichen Mythologien sich ranken. Und wir wissen, wie er mit Mara gekämpft hat in der Nacht, in der langen Nacht, in der Erleuchtung, wie er Kämpfe auszustehen hatte mit den Armeen von Maras Dämonen, und wie er dann von Maras Töchtern, Maras Töchter versuchten, ihn zu verführen, und wie Selbstzweifel ihm begegnete in der Form von Maras Herausforderung. Wer bist du überhaupt eigentlich, dass du hier sitzt? Und die Erdgöttin, wir kennen die wahrscheinlich, die Episode der Erdgöttin, die bezeugt, dass der Buddha oder der noch nicht Buddha, der Bodhisattva über viele, viele Leben lang die Vollkommenheiten, die Tugendvollkommenheiten geübt hat. Das sind alles diese Legenden, die um diese Erleuchtungsnacht kreisen. Und wie er dann unter dem sinkenden Vollmond endlich diese Erfahrung gemacht hat, so in Anführungsstrichen, oder dieses Erlebnis, diese Einsicht gehabt hat, die wir heute Erleuchtung nennen. Und das feiern wir an Vesak, die Erinnerung an dieses Geschehen, an dieses Ereignis der Erleuchtung. Aber man könnte jetzt eigentlich sagen, naja, ist ja schön und gut,
der Buddha war ja nicht der einzige Erleuchtete, den es gab. Ja, diesen Kampf mit Mara, den hat ja nicht nur er auszustehen gehabt, den haben wahrscheinlich alle Erleuchteten irgendwie auszustehen gehabt. Und ich denke, selbst wenn wir unsere eigene Praxis gucken, haben wir bestimmt auch schon so manchen Clinch mit Mara gehabt. Vielleicht bestimmt nicht in dem Maße wie der Buddha, aber Mara begegnen wir immer, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind. Und wahrscheinlich werden so die Angriffe von Mara auch immer mehr, je weiter wir spirituell kommen, je weiter wir uns vielleicht Einsicht nähern, desto mehr wird Mara sich da einmischen und versuchen, uns davon abzuhalten. Das heißt, der Buddha ist überhaupt nicht der Einzige, der jemals mit Mara da kämpfen musste. Und man findet auch in den Schriften so Geschichten, wie die Mönche und die Nonnen besucht werden von Mara und die dann Gespräche mit Mara führen und Mara versucht, die doch zu überzeugen, dass was sie da machen Quatsch ist und dass es doch viel schöner wäre, wenn sie wieder nach Hause gehen und ein bequemes Leben führen. Also das Mara kommt nicht nur in der Erleuchtungsnacht vor, der ist sehr oft in den Schriften da, auch teilweise in sehr witzigen Episoden. Und für, ja, vielleicht zur Erläuterung Mara. Mara steht einfach in der buddhistischen Tradition für all die Leidenschaften, die uns überwältigen. Für all die Leidenschaften, die uns auch vom spirituellen Leben abbringen wollen. Im Grunde genommen könnte man sagen, für alle denen war Mara ist all das, was dem spirituellen Leben entgegensteht. Das ist sozusagen die gegensätzliche Tendenz zum spirituellen Leben. Ja, und dieser Kampf ist von vielen erfolgreich ausgefochten worden. Ja, es gab Unzahlen von Erleuchteten. Es ist nicht, als sei der Buddha der einzige Erleuchtete, von dem wir wissen, zahllose seiner Schüler haben Erleuchtung erlangt, haben diesen Kampf erfolgreich ausgefochten. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn dann die Erleuchtungsnacht vom Buddha so zentral? Warum feiern wir insbesondere die Erleuchtung des Buddha und nicht die Erleuchtung vieler anderer seiner Schüler? Und um die Frage zu beantworten, müssen wir einen kleinen Ausflug machen in die buddhistische Kosmologie, also die Lehre von, ja, von der Entstehung, könnte man sagen, des Universums oder von die buddhistischen Vorstellungen, die es gibt über das Universum. Viele Religionen und darunter auch das Christentum haben Schöpfungsmythen. Ja, also Mythen, wir kennen bestimmt alle den christlichen Schöpfungsmythos, wie Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen. Und es gibt in anderen Religionen vergleichbare Mythen, wie die Welt erschaffen wird, wo also ein erster Anfang in einem Mythos ausgedrückt wird, ein erster Anfang der Welt. Der Buddhismus hat nicht so einen Schöpfungsmythos, einfach aus dem Grund, dass der Buddhismus sagt, es gibt nie einen ersten Anfang dieser Welt oder zumindest ist kein solcher Anfang erkennbar. Man kann nicht sagen, dass das Universum irgendwo an einem bestimmten Punkt in der Zeit entstanden ist. Die buddhistische Sicht ist mehr, dass es durch den unendlich weiten Raum unendlich viele Welten gibt oder sogar Weltensysteme, das heißt manchmal die Systeme von 1000 Welten. Vielleicht können wir uns da Universen innerhalb eines Universums vorstellen. Und diese Weltensysteme sind durch den grenzenlosen Raum verstreut. Und sie sind genau wie alle Dinge von der Vergänglichkeit auch behaftet. Das heißt, sie entstehen aus dem, könnte man sagen, gewissen Chaos. Sie formen sich, sie entwickeln sich, sie entfalten sich und irgendwann haben sie ihren Höhepunkt erreicht. Und dann beginnt ein Prozess des Verfalls und der Auflösung, bis dieses Universum oder dieses Weltensystem sich wieder aufgelöst hat. Und an anderer Stelle entstehen neue Weltensysteme. So, das ist so eine unglaublich weite Vision, die der Buddhismus hat. Und ich weiß nicht, ob allen das so bekannt ist. Ich glaube, wir reden nicht sehr oft über diesen Aspekt der buddhistischen Lehre. Man könnte es vergleichen mit einem riesenhaften Ozean, auf dem Wellen steigen und sinken zur gleichen Zeit. Ja, hier steigt eine Welle, da sinkt eine Welle und zahllose Wellen auf dem Ozean steigen und sinken und so entstehen zahllose Welten immer wieder und lösen sich wieder auf, verfallen wieder. Und das Ganze durch anfangs- und endlose Zeit hindurch. Also es ist nicht, als gäbe es davon einen festen Anfang und auch kein festes Ende. Die Frage nach dem Anfang, dem Ende des Universums wurde vom Buddha immer zurückgewiesen als eine der nicht beantwortbaren Fragen. Das ist einfach eine Frage, deren Antwort nicht in Logik zu fassen ist. Ja, und vielleicht um uns vorzustellen, um welche Zeiträume es sich da handelt, so in der buddhistischen Tradition. Es wird gesagt, dass die Zeit, in der so ein Weltensystem sich bildet, entfaltet, besteht und dann sich allmählich wieder auflöst, das wird ein Kalpa genannt. Das ist der Sanskrit-Ausdruck, Kalpa. Manchmal wird es übersetzt als Weltalter oder auch als Äon. Und so ein Äon dauert so lange, wird gesagt, in einem Bild, wie wenn man sich vorstellt, es gäbe einen riesenhaften Felsblock von einer Meile Länge, einer Meile Breite, einer Meile Höhe.
Und dieser wäre aus soliden Felsen, ohne den kleinsten Riss, ohne das kleinste Löchlein, fester, massiver Fels. Und wenn einmal alle 100 Jahre jemand käme und mit einem zarten Seidentuch einmal daran entlang streift, so lange, wie das dauern würde, bis der Felsblock ganz abgetragen wäre, so lange ist ein Kalper. Also das ist ein Bild, was unsere, vielleicht unsere Vorstellungskraft ansprechen kann, dass es sich um unendliche Zeiträume handelt. Und innerhalb dieser Entstehung von Welten, ja, fließt auch, es ist nicht nur, als würden da Welten entstehen. Im objektiven Sinne ist es auch, dass Bewusstsein fließt durch diese Welten hindurch. Und Bewusstsein verfeinert sich, Bewusstsein wird wieder grober. Bewusstsein findet entsprechende Formen, in denen es sich verkörpert in diesen Welten. Das heißt, wir haben auch die Entwicklung von Leben, die Evolution ist auch Teil von diesem Prozess und das Wachsen von Bewusstsein. Und das Ganze nennt man das Samsara. Ich meine, wir kennen alle den Begriff Samsara, aber Samsara ist diese Gesamtheit von diesem Entstehen und Vergehen, diesem ganzen Kreis des Lebens, diesem Zyklus. Und es umfasst überhaupt nicht nur dieses materielle Universum, sondern auch Welten, die nicht mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Andere Welten, die sind im Buddhismus auch ganz klar, werden die als vorhanden beschrieben. Ja, Bewusstsein kann sich in bestimmten Formen in diesem Universum verkörpern und kann wachsen. Bewusstsein kann sich entfalten. Und was immer wieder passiert, ist, dass dann Bewusstsein Erleuchtung erlangt, dass also Buddhas entstehen, Erleuchtete. Das ist Teil dieses Prozesses, wo Bewusstsein ist, wo also ein Potenzial für Erleuchtung ist. Da wird, wenn die Bedingungen richtig sind, ein Erleuchteter entstehen. Jemand wird den Dharma finden, jemand wird durchstoßen zum Transzendenten und der wird dann ein Buddha genannt. Aber es ist gar nicht so, dass das sehr oft passiert, sondern es wird gesagt, es gibt auch Kalpas, wo kein Buddha entsteht. Also es gibt diese ungeheuer langen Zeiträume, wo kein erleuchtetes Bewusstsein entsteht, wo also die Wesen in Dunkelheit irren, wo es keinen spirituellen Pfad gibt. Und ein Buddha ist derjenige, der aus eigener Kraft und ohne eigenen Lehrer irgendwann durch eigene Praktik und nachdem er sich auch zahllose Leben lang darauf vorbereitet hat, diesen entscheidenden Durchbruch schafft, den Durchbruch ins Transzendente und erleuchtetes Bewusstsein hervorbringt. Das ist, was ein Buddha tut. Und ein Buddha, was auch ganz wichtig ist, ein Buddha tut das nicht nur, sondern er lehrt dann auch einen Pfad, damit andere ihm folgen können. Das heißt, ein Buddha lehrt einen Weg und formuliert einen Weg, der für andere nachvollziehbar ist, sodass viele andere Wesen, Menschen nach ihm denselben Weg gehen können und auch Erleuchtung erlangen können. Ja, aber ihr kennt natürlich alle diese Grundaussage im Buddhismus, alles ist vergänglich. Und das betrifft auch den Dharma, auch der Dharma ist vergänglich. Nicht der Dharma als essentielle Wahrheit oder so, der ist nicht vergänglich. Die Gesetze, die im Dharma ausgedrückt werden, die sind nicht vergänglich. Aber der Dharma als formulierte Lehre ist genauso vergänglich wie alles andere. Also die Worte, die der Buddha gesprochen hat, die werden irgendwann vergessen werden oder sie werden so verzerrt werden, dass sie nicht mehr der Dharma sind. Also alle Lehren, alle Methoden und Praktiken, die wir heute üben, werden irgendwann in Vergessenheit geraten. Der Dharma ist genauso vom Vergehen ja, betroffen wie jedes andere Phänomen. Und irgendwann wird der Dharma die Lehre wieder vergessen. Und dann muss wieder über lange Zeiträume hinweg sich ein neues Wesen darauf vorbereiten, wieder diese Wahrheit aus eigener Kraft zu finden. Wieder aus eigener Kraft zum Transzendenten durchzubrechen und wieder ein Buddha zu werden. Das heißt, ein Buddha im Unterschied zu einem, sagen wir mal, gewöhnlichen Erleuchteten, ist ein bisschen komisch, von gewöhnlichen Erleuchteten zu sprechen, aber ein Buddha ist nicht nur jemand, der Erleuchtung erlangt hat, sondern jemand, der die aus eigener Kraft und ohne Lehrer erlangt hat. Das heißt, der nicht nur Erleuchtung erlangt hat, sondern die Tür geöffnet hat für unzählige andere Menschen, um ihm zu folgen. Und das ist, was wir mit Vesak feiern. Also nicht nur, dass da jemand Erleuchtung erlangt hat, sondern dass jemand diese Tür wieder geöffnet hat für uns, die wir folgen können. Also die Erleuchtung des Buddha ist die unmittelbare Vorbedingung dafür, dass wir heute den Dharma üben können. Und ich denke, das heißt, dass dieses Ereignis für ja auf das Leben von uns allen gewaltigen Einfluss gehabt hat. Vielleicht, wie stark der Einfluss war, hängt vielleicht davon ab, wie lange wir schon praktizieren und wie wichtig das uns ist. Aber ich weiß, auf mein Leben hatte das sicherlich einen ganz gewaltigen, ganz dramatischen Einfluss, dass ich dem Dharma begegnet bin. Und das ist nur möglich gewesen, weil eben in dieser Erleuchtungsnacht ja der Buddha diese Erfahrung gemacht hat, die wir Bodhi nennen, Erleuchtung. Und ich denke, jeder von uns ist zumindest in einem gewissen Grade davon beeinflusst worden, weil sonst wären wir ja heute nicht hier. Ja, und positiv beeinflusst worden. Also ich denke, ich erinnere mich an eine Aussage von jemandem, der mir ganz unzweideutig sagt, er denkt, wenn er den Dharma nicht begegnet wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Also für manche war es so wichtig, den Dharma zu treffen. Das ist nicht nur
so eine Erscheinung am Rande unseres Lebens, sondern für viele ist das ein fundamentaler Einschnitt gewesen, als sie den Dharma getroffen haben. Ja, und von uns ganz persönlich abgesehen, wenn wir jetzt nur davon absehen, was jetzt der Dharma und der Buddha für uns bedeuten, in unserem kleinen Leben, hat der Dharma natürlich Millionen und Millionen von Menschen über 2500 Jahrtausende Licht und Sinn in ihr Leben gebracht. Das heißt, er war ein ganz gewaltiger Einfluss. Selbst ein Einfluss, könnte man sagen, auf die Geschichte. Ja, sind die Geschichte, der Lauf der Geschichte sicherlich in Asien wäre anders gewesen, wenn es den Buddha nicht gegeben hätte. Ja, und deswegen halten wir dieses Ereignis in Angedenken. Das ist der Grund, warum wir jedes Jahr wieder uns auf dieses Ereignis besinnen und das auch wirklich feiern. Als ich über Vesak nachdachte, vor ein paar Wochen, als ich dachte, oh, ich würde gerne einen Vortrag halten oder was könnte das Thema unseres Tages sein, dachte ich, na, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns erinnern an dieses Ereignis, also einfach, dass wir dran denken, dass es das gab, sondern ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, dass wir, ich jedenfalls, eine ganz tiefe Dankbarkeit dafür empfinde, dass der Buddha Erleuchtung erlangt hat. Und dann dachte ich, oh, Dankbarkeit ist ein hervorragendes Thema für Vesak. Das ist ein Thema, was mir so hochsprang und ich dachte, ja, das ist was, darüber möchte ich sehr gerne sprechen. Das möchte ich ganz gerne mit euch mehr erforschen an diesem Tag, dieses Thema. Und mir fiel auch gleich einiges ein. Ich dachte, oh, da halte ich einen Vortrag zu. Aber es waren noch sehr vage Gedanken, also mehr so assoziative Gedanken. Das war noch keine klare Struktur. Ich hatte nur ein sehr starkes Gefühl für das Thema. Und als ich dann anfing, mich auf den Vortrag vorzubereiten, habe ich erfahren, dass letztes Jahr zu Vesak Sangharakshita einen Vortrag zum Thema Dankbarkeit gehalten hat. Ich dachte, ja, das ist praktisch. Den habe ich mir dann angehört. Und ich denke, vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, ist eigentlich, was Sangharakshita auch voriges Jahr in seinem Vortrag gesagt hat. Also ich werde seiner Struktur folgen, weil ich denke, besser könnte ich es auf keinen Fall sagen. Und warum das nicht weitergeben? Also ich werde es teilweise erweitern mit meinen eigenen Gedanken, aber im Großen und Ganzen folge ich der Struktur von dem, was Sangharakshita zu dem Thema gesagt hat. Ja, und zwar, er beginnt das Thema mit einer Geschichte, das macht er ja immer sehr gerne, mit einer Erzählung, und zwar nicht eine Erzählung von der Erleuchtung selbst, sondern eine Erzählung oder eine Legende aus den Wochen nach der Erleuchtung. Und zwar der Tradition nach ziemlich bald nach der Erleuchtung, eine Quelle sagt in der zweiten Woche nach der Erleuchtung. Und es war so, dass der Buddha natürlich, er hat diese Erleuchtungsnacht gehabt, er hat Erleuchtung erlangt und er ist dann nicht sofort aufgestanden und gesagt, phew, geschafft, jetzt lass mal uns an die Arbeit gehen, sondern weil es so ein machtvolles Erlebnis war, brauchte er Zeit, um das sozusagen eindringen zu lassen, um das sein ganzes Wesen durchdringen zu lassen. Und es heißt, dass er wochenlang noch in der Nähe des Bodhibaums blieb. Also manche Schriften sagen 4 Wochen, andere sagen 7 Wochen, andere sprechen von 9 Wochen, wo er unter dem Bodhibaum oder in der Nähe des Bodhibaums blieb, um sozusagen diese gewaltige Erschütterung in sich aufnehmen zu können und jeden Aspekt seines Seins davon durchdringen zu lassen. Und eine Episode eben aus dieser Zeit, da wird erzählt, dass der Buddha zum Nordosten des Baumes schritt, also ein Stückchen vom Baum entfernt, und dass er dort stand, und zwar eine ganze Woche lang stand, mit dem Blick auf den Baum gerichtet, auf den Bodhibaum gerichtet. Und es heißt, dass er da einfach stand, eine Woche lang, ohne zu blinzeln, und er schaute nur den Baum an. Ich weiß nicht, ob wir das wörtlich verstehen müssen, dass er eine ganze Woche stand, ohne zu blinzeln, aber es ist eine Legende und die hat natürlich die drückt was aus durch diese Bilder. Und warum stand er da und schaute den Baum an? Er schaut ihn an aus Dankbarkeit, weil dieser Baum ihn in der Erleuchtungsnacht beschirmt hatte, ja, weil er unter diesem Baum einen Platz gefunden hatte, um in seiner Meditation, um zu meditieren und in der Meditation in diesen Kampf auszutragen. Und später wurde anscheinend an dieser Stelle ein Stupa errichtet, der hieß der Stupa der nicht blinzelnden Augen. Und es gibt einen Bericht von einem Mann namens Huang Zhang. Das ist auch eine der Figuren auf unserem Zufluchtsbaum, für diejenigen, die den Zufluchtsbaum kennen. Das ist ein chinesischer Pilger aus dem 7. Jahrhundert, der viele Jahre in Indien verbracht hat. Also er hat diese gefahrvolle Reise nach Indien auf sich genommen, um den Dharma in Indien genau aus erster Hand zu studieren und nach China zurückzubringen. Und er hat ausführliche Memoiren seiner Reisen durch Indien geschrieben. Und in einer der Memoiren steht das Folgende. Also er beschreibt eben seinen Besuch in Bodh Gaya, der Stätte der Erleuchtung. Zur linken Seite der Straße, nördlich von dem Ort, an dem der Buddha wandelte, findet man einen großen Felsen.
Auf diesem befindet sich in einem großen Vihara ein Bildnis des Buddha mit erhobenen Augen, der aufwärts blickt. An dieser Stelle saß der Buddha 7 Tage lang und schaute auf den Bodhibaum. Ja, also der Buddha, eine der ersten Sachen, die er offensichtlich gemacht hat nach seiner Erleuchtung, war diese tiefe Dankbarkeit zu bezeugen einem Baum gegenüber. Ja. Und kurze Zeit später haben wir eine kleine ähnliche Episode. Ihr kennt alle die wahrscheinlich diese Geschichte, wie der Buddha sich entschieden hat zu lehren, wie er sich fragte, ob es überhaupt möglich sei, den Dharma zu lehren, also diese Wahrheit, die er gefunden hatte, irgendjemandem zu vermitteln, ob das überhaupt möglich sei, dass irgendjemand das verstehen könnte, weil das so subtil war und so ungreifbar. Und wie dann der Götterkönig Brahma Sahampati zu ihm kam und ihn bat zu lehren, ihn inständig bat, er möge doch bitte lehren, es gäbe einige Wesen, die nur wenig Staub auf den Augen haben und sie würden seinen Dharma begreifen. Und daraufhin der Buddha sagte, er wird lehren, sich bereit erklärte, den Dharma zu lehren. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wer wäre der Erste, wem sollte er zuerst den Dharma lehren, diese schwer zu erfassende Lehre. Und die ersten Personen, an die er dachte, waren seine eigenen beiden früheren Lehrer. Ja, er hatte in der Zeit, bevor er Askese übte, hatte er 2 Lehrer gehabt, bei denen er auch bestimmte Meditationstechniken gelernt hatte. Und diese beiden Lehrer waren die ersten, an die er dachte. Und wir können vermuten, dass er einfach auch aus Dankbarkeit an sie dachte. Dass er ihnen dankbar war für das, was er von ihnen bekommen hatte und deswegen auch ihm gerne als Erste den Dharma sie lehren wollte. Aber als er an sie dachte, flüsterten ihm unsichtbare Wesen zu, dass beide schon verstorben waren. Der eine in der Nacht oder einen Tag zuvor und der andere 7 Tage zuvor. Und die nächsten Personen, an die der Buddha dann dachte, waren diese 5 Asketen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Episode, dass in der Zeit, in der er diese Selbstkasteiung übte, hatte er 5 Gefährten, die mit ihm zusammenlebten und ihn auch als ihren Lehrer betrachteten oder als ihren Gefährten betrachteten. Und er sagte dann, in einer Version heißt es, die 5 Asketen waren mir eine große Hilfe, als ich die Selbstkasteiung übte. Ich möchte sie den Dharma lehren. Also wiederum war der Buddha offensichtlich dankbar diesen Menschen gegenüber. Und das ist eine der ersten Sachen, die er machen wollte, war ihm das sozusagen, ihm diese Dankbarkeit zu zeigen, indem er ihnen den Dharma brachte. Ja, also die ersten Sachen, die der Buddha tat nach seiner Erleuchtung, war Dankbarkeit zu bezeigen. Seinen Lehrern gegenüber, seinen Gefährten gegenüber und sogar einem Baum. Das mag uns besonders überraschen. Vielleicht ist es leichter zu verstehen, warum er auch einem Baum diese Dankbarkeit zeigen konnte, wenn man weiß, dass die Inder oder damals auch in den Schriften, dass ganz klar wird, dass sie die Natur nicht als unbelebt empfunden haben. Also ein Baum war nicht nur einfach ein Baum, sondern Bäume und Blumen waren auch von Geistern erfüllt. Also die haben die Natur auch viel lebendiger wahrgenommen, als wir das heute tun. Ja, und dann finden wir nochmal in einer anderen buddhistischen Schrift, das ist jetzt nicht, hat nichts mit der Erleuchtungsgeschichte zu tun, das Mangala Sutta, das ist ein sehr bekanntes Sutta aus dem Pali-Kanon. Eines, was in den traditionell buddhistischen Ländern sehr oft von Mönchen rezitiert wird, an allen möglichen Gelegenheiten. Und da werden verschiedene Dinge aufgezählt, die Heil bringen, heißt es in einer Übersetzung, oder glücksverheißende Zeichen. Und eines dieser glücksverheißenden Zeichen ist eben auch Dankbarkeit. Ein dankbares Gemüt, heißt es in dieser Schrift. Ein dankbares Gemüt ist eines dieser verheißungsvollen Zeichen, also eines der Zeichen, dass man spirituellen Fortschritt macht. Mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, der entstanden ist, ist, dass Dankbarkeit nicht sehr oft in den Schriften so ausdrücklich zum Thema wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es implizit ständig durchscheint. Also als würden die viele der Geschichten, die atmen Dankbarkeit aus. Das entströmt zwischen den Zeilen, obwohl Dankbarkeit selten Thema einer Lehrrede ist. Vielleicht eigentlich überhaupt nie. Ich wüsste von keiner. Ja, aber trotzdem, man kann in so vielen Episoden merken, dass Dankbarkeit ein ganz wichtiges eine ganz wichtige Eigenschaft war, die viele Schüler des Buddha hatten. Also wir können zum Beispiel an Ananda denken, der lange Jahre der Begleiter des Buddha war. Und er hatte so eine Haltung von Verehrung und Liebe. Also nicht nur Verehrung, sondern wirklich Liebe, herzempfundener Liebe für den Buddha. Und ganz deutlich auch sehr, sehr tiefe Dankbarkeit, die er ihm gegenüber empfunden hat. Oder wir können auch an Milarepa denken. Ja, Milarepa, sehr berühmte Figur aus dem tibetischen Buddhismus, ein
Asket, der in den Bergen hochlebte und Erleuchtung auch erlangt hat. Und er hatte eine ganz, ganz tiefe Herzensverbindung mit seinem Lehrer Marpa. Und wenn man die Lieder des Milarepa liest, dann fängt jedes einzelne dieser Lieder immer an mit einer Dankbarkeitsbezeugung oder einer Verehrungsbezeugung an seinen Lehrer Marpa. Also jedes Lied fängt an mit sowas wie, ich verneige mich vor den Füßen des großen Marpa oder danksam meinem Lehrer, dem großen Marpa. Also immer erst eine solche Zeile und dann fängt er mit seinem Lied an. Also da ist diese ganz tiefe Dankbarkeit auch so spürbar. Wenn wir gucken, was Dankbarkeit genau heißt und wir gucken in das Wörterbuch, und sagte, mein Wörterbuch, mein Duden-Bedeutungswörterbuch, sagte zur Dankbarkeit, ein Gefühl, ein Ausdruck des Dankes, dankbare Empfindung oder Gesinnung. Ja, und zum Wort dankbar haben wir vom Gefühl des Dankes erfüllt, dies erkennen lassend. Wenn wir dagegen gucken, was der buddhistische oder der traditionelle Begriff in den indischen Sprachen für Dankbarkeit ist, das ist das Wort Katanyuta. Das ist nicht sehr bekannt. Katanyuta. Und wenn man schaut, was die Etymologie dieses Wortes ist, also der erste Teil des Wortes ist Kata. Und Kata heißt getan, gemacht, also das, was getan wurde. Katanyu heißt wissen, was getan wurde oder wissen, was für einen getan wurde. Und Katanyuta, Dankbarkeit, ist also dieses Wissen, was für einen getan wurde. Und ihr merkt wahrscheinlich sofort, dass es so recht unterschiedliche Konnotationen gibt in der deutschen Bedeutung des Wortes, die viel mehr gefühlsmäßig ist. Da geht es um das Gefühl des Dankes, eine dankbare Empfindung. Das ist ein viel emotionalerer Ton. Während in dem Pali-Wort Katanyuta geht es mehr um Wissen, geht es mehr um Erkenntnis. Es geht darum, erkennen zu können, dass einem etwas Gutes gegeben wurde. Und das ist ganz interessant, also das ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, das habe ich von Sangharakshita, aber das ist sehr interessant einfach zu sehen, diese verschiedenen beiden Dimensionen des Wortes oder dieser Emotion von Dankbarkeit. Es geht ganz klar um eine Emotion, aber es geht auch, diese Emotion gründet in einem Wissen, da ist was Kognitives drin. Wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht erkennen kann, dass mir etwas Positives, Gutes gegeben wurde, dann kann ich diese Emotion von Dankbarkeit auch nicht entwickeln. Ja, also wenn wir zum Beispiel Milarepa nehmen, Milarepa wusste sehr wohl, was Marpa ihm gegeben hatte. Milarepa wusste ganz genau, was er seinem Lehrer verdankte. Er wusste, dass er wahrscheinlich ein sehr unheilvolles Ende gefunden hätte, wenn er nicht Marpa begegnet wurde. Und dieser Dank, der war in dem Wissen gegründet, was er alles Marpa zu verdanken hat. Und die Implikation, die auch darin ist, ist, dass es ein völlig natürliches Gefühl ist, Dankbarkeit. Eine vollkommen natürliche Antwort des Herzens. Aber man muss erstmal erkannt haben, dass man etwas Positives bekommen hat. Und in der buddhistischen Tradition gibt es werden drei Hauptobjekte der Dankbarkeit genannt, also drei Hauptpersonen oder Personengruppen, denen wir Dankbarkeit bezeugen sollten oder für die wir Dankbarkeit empfinden sollten. Das sind also die drei Hauptgruppen. Sie sind nicht ausschließlich, aber die drei wichtigsten. Und das sind Eltern, Lehrer und spirituelle Freunde. Also das erste ist die Eltern, Dankbarkeit den Eltern gegenüber. Und es scheint eine recht verbreitete allgemeine Tendenz im Westen heute zu geben, dass man nicht immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern hat. Das trifft ganz bestimmt nicht auf alle zu, aber also in meinem eigenen persönlichen Umfeld kenne ich eine ganze Menge Leute, die ziemlich Probleme mit ihren Eltern haben, die da auch ganz tief sitzenden Groll haben oder verletzte Gefühle. Also das Verhältnis zu unseren Eltern ist für viele von uns nicht so geradlinig, sondern eine ziemlich zweischneidige und teilweise recht schwierige Angelegenheit. Und das ist im Buddhismus oder in der Tradition anders. Vielleicht war das auch in unseren eigenen, in der traditionellen Form vor einigen Jahrhunderten auch anders. Aber Eltern werden als was sehr Positives gesehen. Das ist geleuchtet in vielen Stellen in der buddhistischen Tradition ganz klar durch, dass Eltern was ganz Positives sind. Was Bante sagt zu dem Thema schlechtes Verhältnis mit den Eltern, er sagt, wenn man ein sehr schlechtes, sehr gestörtes Verhältnis zu den eigenen Eltern hat, dass das wahrscheinlich das gesamte emotionale Leben beeinflusst und möglicherweise sogar sehr schwerwiegend beeinflusst. Und der Grund ist klar, die Eltern sind unsere primäre, unsere erste Beziehung, die wir jemals eingegangen sind in unserem Leben und eine ganz, ganz tiefe Beziehung, eine existenzielle Beziehung. Das heißt, wenn die nachhaltig gestört ist, wenn wir da nachhaltig schmerzhafte Emotionen haben, vielleicht auch hassvolle Emotionen haben, dann ist da eine Haltung, die sich auch auf andere
Beziehungen überträgt oder zumindest einen negativen Einfluss auf unser ganzes emotionales Leben haben kann. Das heißt, es ist wichtig, sagt Bante, es ist wichtig zu versuchen, mit den eigenen Eltern in Frieden zu kommen, wenn man das nicht ist. Und er sagt, er hat immer Menschen ermutigt, die Schwierigkeiten mit den Eltern hatten, zu denen auch hinzugehen und zu versuchen, Kontakt wieder aufzunehmen, wenn der Kontakt abgebrochen war. Oder auf jeden Fall den Kontakt zu verbessern, einfach zu lernen, auch Gefühle von Liebe mehr zu empfinden und Groll und Hass allmählich auch auflösen zu können. Und viele Leute sagen, ja, sie hatten eine sehr schwierige Kindheit. Und das mag ja sein. Es mag ja sein, dass viele von uns wirklich eine schwierige Kindheit hatten. Und trotzdem ist es wichtig, in unserem eigenen Interesse, wenn nicht von den Eltern ganz abgesehen, in unserem eigenen Interesse ist es wichtig, das aufzulösen, wenn wir uns spirituell entwickeln wollen. Ja, und warum wir den Eltern dankbar sein können, ist natürlich, dass die Eltern uns sehr, sehr viel gegeben haben. Selbst die schlechtesten Eltern haben uns eine Menge gegeben, denke ich mal. Zuerst haben sie uns das Leben gegeben, also sie haben uns einen Menschenkörper gegeben und dieser Menschenkörper gilt in der buddhistischen Tradition als enorm wichtig, als eine enorm wertvolle Sache. Weil nur in einem Menschenkörper können wir ein spirituelles Leben führen. Also dieses Menschenleben ist als was ganz, ganz Wertvolles, ja, immer wieder betont. Ohne diesen Menschenkörper hätten wir keine Möglichkeit zur Erleuchtung. Das heißt, der ist so wichtig. Und ja, unsere Eltern haben uns eben das Leben gegeben. Sie haben uns aber nicht nur das Leben gegeben, sie haben uns wahrscheinlich, es sei denn, sie wären wirklich ganz entsetzliche Eltern gewesen, die uns ausgesetzt haben, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, haben sie uns sehr, sehr viel Sorge und ja, Betreuung zukommen lassen, Liebe, liebevoll umsorgt. Auch wenn sie nicht perfekte Eltern waren, haben sie das wahrscheinlich gemacht. Sie haben uns Erziehung gegeben. Ja, unsere Grundlagen der Erziehung stammen in der Regel von unseren Eltern. Sie haben uns gelehrt, überhaupt zu überleben. Und sie haben uns auch unsere Sprache gelehrt, also die Grundlage unserer Kommunikation mit Menschen. Also die Grundlage auch für unsere weitere Bildung ist die Sprache, die wir in der Regel von unseren Eltern gelernt haben. Und wie ich schon sagte, ist das Bild von Eltern in der buddhistischen Tradition meistens ausgesprochen positiv. Ja, wir kennen alle diesen Satz aus dem Metta-Sutta, wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und hütet. Also da ist Mutter in diesem Kontext ein ganz positiv besetztes Bild von jemandem, der grenzenlos und selbstlos liebt. Und es gibt auch eine Sache, die finde ich persönlich sehr schön. Es gibt in der Tradition bestimmte Reflexionen, die man in der Meditation auch anwenden kann. Und man findet die zum Beispiel im Visuddhimagga. Das ist ein sehr altes Werk, ich glaube aus dem 7. Jahrhundert oder 5., ich weiß es nicht genau, eine systematische Darstellung des Buddhismus. Und da der Autor Buddha Ghosha hat ein ganz, ganz langes Kapitel zum Thema Meditation und auch sehr ausführlich zum Thema Metta Bhavana. Und er sagt, wenn wir in der Metta Bhavana mit dem Feind Schwierigkeiten haben, er geht davon aus, wir hätten alle keinerlei Probleme mit uns selbst und mit dem Freund, das würde erst beim Feind schwierig, meint er. Und er bietet eine ganze Reihe von möglichen Reflexionen, die man einsetzen kann, um diesen Groll dieser schwierigen Person gegenüber aufzulösen. Und eine dieser Reflexionen ist, sich vorzustellen, dass dieses Lebewesen irgendwann in der Vergangenheit bestimmt unsere Mutter oder unser Vater war. Weil wir so viele zahllose Geburten immer wieder durchgemacht haben, dass jedes Wesen irgendwann einmal unsere Mutter oder unser Vater gewesen ist. Und er sagt, man soll diese Vorstellung in sich wachrufen. Daher erzeuge der Mönch hinsichtlich jener schwierigen Person in sich die Vorstellung. Diese also war in der Vergangenheit meine Mutter, die mich 10 Monate lang in ihrem Schoße trug, die von mir Harn, Kot, Speichel, Rotz und so weiter entfernte, als wäre es gelbes Sandelpulver, die mich auf ihrer Brust tanzen lassend oder auf der Hüfte tragend mich aufgezogen hat. Als jener Mensch mein Vater war, opferte er selbst sein Leben für mich, indem er, auf Ziegenpfaden oder dornigen und ähnlichen Wegen eilend, Handel trieb. Und um seine Kinder ernähren zu können, zog er in den Krieg, wo sich die Schlachtreihen gegenüberstanden, durcheilte mit dem Schiffe das weite Meer und unternahm noch andere schwierige Taten. Und während er sich auf solche Weise Schätze erwarb, zog er mich auf. Nicht recht ist es also für mich, gegen jenen Groll in meinem Herzen zu hegen. Ich fand das einfach persönlich eine sehr schöne Stelle, als ich die vor Jahren mal gelesen habe. Also Dankbarkeit gegenüber den Eltern schien
Menschen damals leichter zu fallen, als das heute fällt. Aber selbst wenn wir Dankbarkeit empfinden, weil bestimmt manche von uns haben ein positives Verhältnis zu den Eltern, hoffentlich die meisten von uns, und wenn wir diese Dankbarkeit empfinden, dann ist die Frage noch, ob wir die auch zum Ausdruck bringen. Das war was, was ich mich gefragt habe. Bringen wir diese Dankbarkeit irgendwie klar zum Ausdruck? Machen wir die ausdrücklich, explizit? Und ich dachte an etwas, was ich vor Jahren mal gemacht habe, als ich selbst schwanger war und anfing, mich darauf vorzubereiten, Mutter zu werden und mir vorzustellen, ich werde ein Kind kriegen und wie will ich das aufziehen, was will ich diesem Kind mitgeben? Dann fing man natürlich auch an, über die eigene Kindheit nachzudenken. Und ich war auf einem Retreat, also auch in einem sehr positiven Kontext. Und ich spürte einfach diese überwältigende Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, weil sie mir sehr vieles mitgegeben haben, was sehr positiv ist. Ich denke, die Grundlagen von der ethischen Sensibilität habe ich von meinen Eltern bekommen. Einfach Grundlagen davon zu lernen, rücksichtsvoll sich gegenüber seiner Umwelt zu verhalten, habe ich ganz sicher von meinen Eltern gelernt. Oder eine allgemeine Atmosphäre der Liebe, die immer da war. Und ich habe ihnen dann einen Brief geschrieben und das einfach ausdrücklich gemacht. Ich denke, die wussten wohl, dass ich sie liebe, aber ich habe ihnen einfach wirklich geschrieben, wie sehr ich mich dafür bedanken möchte, dass sie mir so eine positive Kindheit gegeben haben. Und sie waren sehr, sehr berührt. Also sie waren wirklich zutiefst berührt davon. Und ich war sehr froh, das gemacht zu haben. Da habe ich ein sehr schönes Zitat von Albert Schweitzer zu auch, zu diesem Ausdrücken. Und er sagt, wir müssen uns alle anhalten, unmittelbar zu sein und die unausgesprochene Dankbarkeit zur ausgesprochenen werden zu lassen. Dann gibt es in der Welt mehr Sonnen und mehr Kraft zum Guten. Die zweite Kategorie von Menschen, denen wir besonders mit Dankbarkeit verbunden sein sollten, sind unsere Lehrer. Und da sind gar nicht jetzt spirituelle Lehrer gemeint, sondern weltliche Lehrer, ganz normale säkuläre Lehrer. Also alle, von denen wir unsere weltliche Erziehung erhalten haben. Und was wichtig ist, dass sie uns die Grundlage gaben für all unsere Bildung, für all unser Wissen. Wir haben bestimmt vieles gelernt, seitdem wir aus der Schule weggegangen sind, aber trotzdem die Grundlage haben wir bekommen von unseren Lehrern. Und das ist ganz interessant, weil ich denke, heute sind Lehrer bei uns bestimmt nicht, gehören nicht so zur meist respektiertesten Kategorie von Menschen. Es war früher sicherlich anders. Ich glaube, Lehrer werden oft eher als etwas faule Mitmenschen betrachtet, die viel Urlaub haben, viel Ferien. Und es ist nicht mehr wirklich ein Beruf, der dem viel Achtung entgegengebracht wird. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber fast alles, was wir wissen, wurde uns beigebracht. Das ist eine wichtige Reflexion, dass wir uns klar machen, fast alles, was wir wissen, haben wir uns nicht selbst angeeignet. Wir haben es von anderen erfahren. Es gibt nur ganz wenig. Wenn wir wirklich reflektieren, was haben wir wirklich ganz alleine rausgefunden, ist das minimal. Das meiste haben wir bekommen von anderen. Und natürlich nicht nur von lebenden Lehrern, sondern auch von Büchern. Und Bücher, könnte man sagen, ist die festgefrorene Lehre von früheren Lehrern. Das heißt, wenn wir Bücher lesen und davon etwas lernen oder dass etwas bei uns in Gang setzt, dann ist das auch, dass das jemand war, der das ja in der Vergangenheit geschrieben hat. Das heißt, diese Lehrer sind auch gemeint. Und es geht da nicht nur darum, dass wir durch unsere Lehrer so intellektuelles Wissen bekommen haben, das auch, und das ist auch wichtig, zu einem gewissen Ausmaß. Es geht nicht nur um eine Anhäufung von intellektuellem Wissen, sondern es geht auch um so Bereiche wie Literatur oder Poesie oder Musik oder Kunst. Ja, also dass wir von diesem Bereich natürlich enorm viel bekommen können, viele von uns enorm viel davon bekommen haben. Es hat unsere Sicht der Welt erweitert, es hat uns vielleicht einen Zugang gegeben zum tieferen Erleben. Und alle jene, die unser kulturelles Erbe geschaffen haben, könnte man sagen, sind Lehrer in diesem Sinne. Und auch diesen sind wir insofern zur Dankbarkeit verpflichtet, also verpflichtet ist wahrscheinlich ein falsches Wort, aber können wir einfach dankbar sein, weil was wären wir ohne sie? Also was für eine arme Welt würden wir bewohnen, wenn wir nicht unser kulturelles Erbe bekommen hätten? Selbst diejenigen von uns, die relativ wenig kulturell gebildet sind wie ich denke, wir haben trotzdem eine Menge bekommen davon. Die dritte Kategorie von Objekten der Dankbarkeit sind die spirituellen Freunde. Und spirituelle Freunde ist natürlich eine Übersetzung von dem Begriff Kalyana Mitra, der wahrscheinlich recht geläufig ist. Das ist Sanskrit, Kalyana Mitra. Zumindest die eine Hälfte von dem Wort kennt jeder, das Wort Mitra, was wir in der Regel übersetzen als Freund. Mitra ist verbunden von der Etymologie mit dem Wort Maitri. Maitri ist Sanskrit und wir kennen die Pali-Version, das ist Metta.
Metta auf Pali, Maitri auf Sanskrit. Und ein Mitra, also ein Freund, ist jemand, der Maitri für einen empfindet, der also eine starke und nicht selbstbezogene, aktive Liebe für einen anderen empfindet. Das ist ein Mitra, ein Freund. Und Kalyana, also Kalyana Mitra. Kalyana hat zwei Hauptbedeutungsfelder und das eine ist schön, im Sinne von schön, bezaubernd, angenehm. Und das zweite ist hat mehr einen moralischen Anklang, das ist verheißungsvoll, hilfreich oder moralisch gut. Ja, also Kalyana in dem zweiten Sinne ist ein ethischer Begriff, während Kalyana in dem ersten Sinne einfach mehr ein ästhetischer Begriff ist. Wer sind also unsere Kalyana Mitras, also unsere, könnte man sagen, moralisch guten, hilfreichen Freunde? Das sind alle, die über mehr spirituelle Erfahrung verfügen als wir. Ja, also zuallererst natürlich der Buddha selbst, der historische Buddha selbst, der die Lehre überhaupt, das Rad der Lehre in Gang gesetzt hat. Dann aber auch alle Erleuchteten der Vergangenheit, alle Bodhisattvas, alle buddhistischen Lehrer der Vergangenheit. Ja, also wer den Zufluchtsbaum kennt, da sind viele wichtige, große Lehrer, Meister der Vergangenheit auf diesem Baum abgebildet, aus den verschiedenen Traditionen, aus Tibet, China, Indien, Japan. Also diese berühmten Meister der Vergangenheit, die haben uns Lehren hinterlassen, die für uns heute sehr relevant und sehr hilfreich sein können. Also sind auch in dem Sinne Kalyana Mitras für uns. Unsere eigenen Meditationslehrer und die Menschen, die uns ordinieren, für diejenigen von uns, die ordiniert wurden, das sind unsere Kalyana Mitras. Und man könnte sagen, wenn wir wirklich versuchen, ein spirituelles Leben zu führen, dann verdanken wir diesen Menschen eigentlich noch mehr als unseren Eltern oder unseren Lehrern im weltlichen Sinne. Also ohne das schmälern zu wollen, was Eltern und weltliche Lehrer tun. Wenn wir wirklich ein spirituelles Leben führen, und das heißt, wenn wir wirklich die drei Juwele ins Zentrum unseres Lebens setzen wollen, dann verdanken wir am meisten unseren spirituellen Freunden, die uns den Weg dort weisen können. Ja, und der Grund, warum wir ihnen so viel verdanken, ist, weil wir von ihnen natürlich überhaupt die Möglichkeit bekommen haben zu üben. Wir haben den Dharma von ihnen erhalten. Und sie waren uns den Dharma nicht schuldig, wir haben ihn als Geschenk erhalten. Im Dhammapada, einer der ältesten buddhistischen Schriften, heißt es, die größte aller Gaben ist die Gabe des Dhamma, also des Dharma. Ja, man kann sehr viele Gaben geben, es gibt sehr viele Formen von Geben, von Großzügigkeit, aber das höchste Geschenk, was man jemandem geben kann, ist die Lehre, ist der Dharma. Und etwas, was mir einfiel in dem Zusammenhang, ist, dass mit in diesem Bereich von spirituellen Lehrern auch jene Lehrer fallen, die vielleicht keine buddhistischen Lehrer waren. Weil ich denke, viele von uns haben nicht angefangen, spirituelles Leben zu führen, als den Dharma kennengelernt haben, sondern viele von uns waren vorher schon auf der Suche und haben vielleicht Führung oder Inspiration bekommen von anderen Lehrern. Und das auch zu wertschätzen, die waren auch spirituelle Lehrer für uns in dem Sinne, als dass sie unser Herz geöffnet haben, ja, für Wachstum, für Streben nach etwas Transzendentem. Und auch denen wirklich den Dank zu geben, den sie verdienen, auch wenn sie jetzt nicht explizit buddhistische Lehrer waren. Und wichtig ist halt hier auch wieder genau das, was ich bei den Eltern gesagt habe, die Dankbarkeit nicht nur zu fühlen, nicht nur zu empfinden, so im eigenen Herzen, sondern der auch wirklich Ausdruck zu verleihen, die wirklich rauszubringen. Und Sangharakshita sagt, es gibt drei Weisen, wie man die Dankbarkeit den spirituellen Freunden gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Zum einen direkt durch Worte, indem man einfach das preist, was die Freunde für einen getan haben, also wirklich ihre Verdienste zu preisen, dann nicht hinterm Berg mitzuhalten, sondern wirklich das zu loben, auch anderen gegenüber. Das ist die erste, die Weise, dieser Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Die zweite Art und Weise ist, den Dharma zu üben, weil wir haben den ja nicht bekommen, um ihn irgendwie in unseren Schrank zu stellen, so abgeheftet unter D, sondern um ihn wirklich zu üben und ihn zu einem Werkzeug zu machen, der unser ganzes Leben transformiert. Das heißt, unsere spirituellen Lehrer wollen eigentlich nur eins von uns, nämlich, dass wir die Lehre auch wirklich üben. Und das, indem wir die Lehre auch wirklich üben und verwirklichen selbst, das ist der größte Dank, den wir unseren eigenen Lehrern erweisen können. Man könnte so sagen, das, was einen Lehrer, einen spirituellen Lehrer am meisten erfreut, ist, wenn der eigene Schüler einen überholt. Und das Dritte ist dann, den Dharma auch weiterzugeben. Also wenn wir den zu einem gewissen Grade
durchdrungen und verinnerlicht haben, ihn auch weiterzugeben. Das ist auch eine Weise, unseren Lehrern dafür zu danken, dass wir den Dharma bekommen haben, dass wir einfach helfen, mit dazu beitragen, ihn auch weiter fließen zu lassen in die Welt, zu mehr Menschen. Ja, und Buddha Shakyamuni gehört natürlich in diese dritte Kategorie unserer, ja, der Wesen, denen gegenüber wir dankbar sind. Er ist der größte spirituelle Freund insofern, als er eben den Dharma entdeckt hat und das Rad in Gang gesetzt hat. Und deswegen feiern wir Vesak. Mir fielen da noch andere Bereiche ein. Das sind die drei Hauptkategorien, die drei Hauptempfänger unserer Dankbarkeit. Aber ich denke, es gibt noch so vieles mehr, wo wir dankbar sein können. Und ich dachte zum Beispiel zum spirituellen Freunden. Wir haben natürlich die spirituelle Freunde in dem Sinne von Kalyanamitras, also jene, die weiter auf dem Weg sind, als wir und uns helfen können auf dem Weg. Aber ich persönlich bin auch meinen spirituellen Freunden so mehr horizontalen Sinne sehr, sehr dankbar. So einfach meinen Freunden, meinen Gefährten auf den Weg, die mit mir praktizieren. Denen habe ich ungeheuer viel zu verdanken. An Unterstützung und einfach an menschlicher Nahrung, muss man sagen, oder emotionaler Nahrung. Und wir können einfach unheimlich dankbar sein. Also ich bin unheimlich dankbar, dass es dieses Zentrum gibt. Ja, ich persönlich wäre nicht ordiniert und würde wohl nicht praktizieren, wenn nicht dieses Zentrum begründet worden wäre. Und ich wusste nicht, dass Dhammaloka heute hier sein würde, aber ich versuche jede Gelegenheit zu ergreifen, um nochmal meinen Dank und meine Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass damals zwei Leute diesen enormen Schritt gemacht haben, nämlich Dhammaloka und Dharmapriya, den viele von euch wahrscheinlich noch kennen, einfach diesen enormen Schritt gemacht haben, zu sagen, wir gehen jetzt nach Deutschland, um da den Dharma zu lehren, um FEBO nach Deutschland zu bringen. Und es war nicht immer leicht, soweit weiß ich. Es war bestimmt manchmal sehr, sehr schwierig. Aber keiner von uns wäre jetzt hier, wenn die das nicht gemacht hätten. Und ja, möchte ich diese Gelegenheit ergreifen, das meine Freude, meine Dankbarkeit zum Ausdruck dafür zu bringen. Ich dachte, wir können auch dankbar sein unserem demokratischen Staat gegenüber. Ich hoffe, ich begebe mich jetzt nicht auf Glatteis. Ich glaube, es ist ziemlich unpopulär, also unseren Staat zu preisen, weil wir haben schwarze Konten und wir haben korrupte Politiker, das ist bekannt. Da ist bei weitem nicht alles perfekt, aber wir haben eine denkbar gute Situation hier in unserem Land, um zu üben, oder vielleicht in ganz Europa, um zu üben. Und das wirklich wertschätzen zu können und da wirklich eine tiefe Dankbarkeit hier empfinden zu können, dass wir diese Gelegenheit, diese Möglichkeit haben. Wir haben ausgesprochen gute Bedingungen. Ich erinnere mich vor vielen, vielen Jahren, dass ich mal einen Meditationstag mitgemacht habe in der Buddhist Society in London. Und da der wurde von einer Theravada-Nonne geleitet. Und sie führte uns durch eine Metta Bhavana, eine geleitete Metta Bhavana. Und im letzten Abschnitt beim Ausdehnen, da nannte sie alle möglichen Menschen, die wir gegenüber Metta empfinden können. Und sie nannte dann auch die Politiker. Also die Menschen im Land, die die Macht tragen und die eine enorme Verantwortung tragen und denen das Beste zu wünschen, ja, denen das Beste zu wünschen in ihrer mächtigen Verantwortung. Und ich weiß, dass ich ein bisschen zusammenzuckte, weil irgendwie Politiker hatte ich bis dahin, glaube ich, noch nicht so oft in meine Metta-Bhavana eingeschlossen. Aber ich fand das sehr berührend, diesen Gedanken. Wirklich nicht nur, es ist sehr leicht zynisch zu sein und alles besser zu wissen, wenn man es nicht machen muss. Aber ich denke, es ist eine enorme Verantwortung, Politiker zu sein, und sie machen bestimmt nicht alles perfekt, aber immerhin das Ergebnis, was wir haben, ist ein ausgesprochen gutes, relativ betrachtet. Also wenn man vergleicht im Laufe der Zeit, was für politische Systeme wir hatten, oder wenn man vergleicht auch räumlich, was es für Bedingungen in anderen Ländern gibt, denke ich, haben wir hier enorm viel Freiheit. Wir haben Bildungsmöglichkeiten, recht gute Bildungsmöglichkeiten. Und ich weiß, dass es eine Riesendiskussion gibt darum, dass Bildung nicht genügend gefördert wird. Das mag auch wahr sein, aber trotzdem haben wir eine Bildung, die für jeden erreichbar ist und für die wir nicht bezahlen müssen. Und das ist was, wovon viele Länder nur träumen können. Viele, viele Menschen der Welt können davon nur träumen. Wir haben Religionsfreiheit. Im sehr weiten Maße haben wir Religionsfreiheit. Auch das ist was, was in anderen Ländern ein Luxus wäre. Das gibt's einfach nicht. Ich denke, wenn einer von uns versuchen würde, in einem, sagen wir mal, einem islamischen Staat zu praktizieren, wäre das nicht einfach. Also scheinbar noch vor 20 Jahren oder so war es sogar offensichtlich noch in Spanien verboten, buddhistische Bücher zu importieren. Das war ich ganz überrascht, das zu lesen. Das ist noch gerade mal 20 Jahre her, dass jemand am Zoll angehalten wurde und seine Bücher konfisziert wurden, weil es buddhistische Bücher waren. Das hat sich natürlich verändert. Aber wir haben diese Religionsfreiheit, und das ist was wir wirklich wertschätzen sollten.
wir haben Straßen und wir haben Krankenhäuser und wir haben Kindergärten und ich weiß, Kindergärten sind unterbesetzt, aber wir haben Kindergärten und die sind ganz gut. Wir haben sogar den Luxus von Grünanlagen. Ich erinnere mich, dass ich mal Besuch bekam von einer Freundin aus Chile und sie hatte sich Deutschland, sie sagte, ja, was sie am meisten überraschte, war, wie schön unsere Städte sind. Sie sagte, sie hatte sich Deutschland einfach stinkereich vorgestellt und einen Betonklotz neben dem nächsten, neben dem anderen, also einfach nur Häuser und Steinfassaden. Und sie war vollkommen überrascht, dass wir Bäume in Straßen haben. Das gab es da nicht in Chile. Den Luxus konnten die sich nicht erlauben. Oder dass man an der Ampel steht und auf dem Rosenbeet schauen kann am Hauptbahnhof. Oder auf eine liebevoll gepflegte Grünanlage. Das sind Dinge, für die ich manchmal zutiefst dankbar bin, wenn ich im Auto sitze und ich stehe an der Ampel und ich sehe einfach wunderschöne Rosen neben mir blühen, einfach auf einer Verkehrskreuzung. Ja. Vielleicht findet ihr das trivial, aber das sind Sachen, die mich wirklich mit Dankbarkeit erfüllen können. Ja, und ich musste ein bisschen über mich selbst lachen, als Sangharakshita, er sprach in seinem Vortrag sehr viel darüber, wie viel wir verdanken, Menschen wie Mozart oder Bach oder den großen Literaten Shakespeare. Und ich dachte, naja, ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die Wasserhähne erfunden haben. Ich bin auch froh, dass es Mozart gab. Aber wenn ich wählen müsste, ob es Wasserhähne gäbe oder Mozart, ich bin nicht sicher. Das sagt sicherlich etwas über den Unterschied zwischen Band und mir aus. Aber einfach dieser Luxus, dass wir morgens ins Bad gehen und einen Wasserhahn aufdrehen und da kommt warmes Wasser raus. Wir stehen unter warmem Wasser. Während viele, viele Millionen Menschen in der Welt müssen lange beschwerliche Wege auf sich nehmen, um überhaupt Wasser aus irgendeinem Dreckloch zu ziehen, was dann auch noch verunreinigt ist und was sie dann noch Stunden, weiß nicht, Kilometer weit nach Hause schleppen müssen. Also diese Dankbarkeit zu empfinden für so einfache Sachen, die wir haben. Oder für so Sachen wie die Müllabfuhr. Ja? Oft merken wir erst, wenn Sachen nicht mehr funktionieren, dass sie überhaupt jemals da waren. Also wenn die Müllabfuhr streiken würde für ein paar Wochen, unsere Stadt im Müll erstickt, dann würden wir erst merken, was für eine fantastische Sache ist, dass wir eine Müllabfuhr haben, die jede Woche einfach relativ diskret vorbeikommt und unsere Abfälle mitnimmt. Ja, und wir haben allgemein, leben wir in einem Gebiet von politischer Stabilität. Wir haben einen relativ hohen, ich würde sagen, sehr hohen Level an Reichtum. Und an Sicherheit, ja, auch jetzt rein von Naturkatastrophen. Wir sind kein Gebiet, was von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Wir haben hier in der Regel keine schweren Erdbeben und keine Sturmfluten. Das heißt, einfach dankbar zu sein für diese Sicherheit, die wir genießen. Ein anderer Bereich ist dankbar zu sein für den eigenen Körper auch. Also nicht jetzt nur im Sinne, dass wir geboren sind als Menschen, aber dass wir einen Körper haben, der relativ gesund ist. Ich meine, bestimmt haben manche von uns Krankheiten, aber wir haben alle einen relativ gesunden Körper, wir haben einen gesunden Geist, im Sinne, dass wir auch praktizieren können. Und das ist wieder was, wo ich merke, wenn ich mal krank bin, dann merke ich erst so, was ich habe, wenn ich nicht krank bin. Also ich merke nicht, dass ich keine Kopfschmerzen habe, außer wenn ich halt Kopfschmerzen habe. Dann merke ich, dass es sowas gibt wie Schmerzfreiheit. Und so einfach auch diese Dankbarkeit für diesen funktionstüchtigen Körper zu haben. Trotzdem, obwohl es so viele Dinge gibt, denen wir gegenüber so dankbar sein können, finden Menschen es nicht immer leicht, Dankbarkeit zu empfinden. Ich habe mein neues Sprichwörterlexikon herangezogen, was ich für ein paar Mark hier unten im Flohmarkt erworben habe. Und habe geguckt, was es für Sprichwörter gibt zum Thema Dankbarkeit. Und es gab nur eins, was rundum positiv war. Und das war, Danken kostet nichts und gefällt Gott und Menschen wohl. Alle anderen Zitate waren gemischt oder ganz klar recht negativ, wie zum Beispiel, wir kennen natürlich alle, Undank ist der Weltlohn. Dankbarkeit ist dünn gesät. Die Bitte ist immer heiß, der Dank kalt. Oder Stank für Dank, Hohn für Lohn. Und da gab es nur eine ganze Reihe mehr. Das waren nur die nettesten. Also offensichtlich ist es nicht nur eine moderne Erscheinung, dass Menschen über Undankbarkeit klagen. Das gab es wohl schon früher, denn die Sprichwörter sind ja nicht neu. War also wohl immer schon ein Thema. Aber ich habe den Eindruck, und das ist jetzt wieder ein persönlicher Eindruck, dass Dankbarkeit heute eine besonders unpopuläre Tugend ist. Dass es nicht was ist, was besonders beliebt ist als Tugend. Und Cicero sagte anscheinend, das habe ich wieder von Sangharakshita, sagte über Dankbarkeit, Dankbarkeit ist nicht nur die wichtigste Tugend, sondern die Mutter aller Tugenden. Also nicht nur die wichtigste, sondern die Mutter aller Tugenden überhaupt.
wenn man das ernst nimmt, dann ist Undankbarkeit natürlich was sehr Schwerwiegendes, nicht nur einfach was, das man auf die leichte Schulter nehmen kann, sondern ein wirklich ernstzunehmendes Hindernis im spirituellen Leben oder im Leben überhaupt, wenn man tatsächlich diese Mutter aller Tugenden nicht empfinden kann. Und der Buddha selbst sagte in gewisser Weise was Ähnliches. Er sagte, dass es vier große Übel gibt, die zu Niraya führen. Und Niraya ist der abwärts führende Weg, also der Pfad des Handelns, der in niedere Welten führt, in Welten der Hölle oder der hungrigen Geister. Und eines der vier großen Übel, die auf diesen abwärts führenden Weg einbringen, ist Undankbarkeit. Deswegen ist es wahrscheinlich hilfreich, sich mal anzuschauen, warum, wenn man undankbar ist, warum, was sind mögliche Gründe dafür, dass man eben diese Dankbarkeit nicht empfinden kann oder nicht zum Ausdruck bringen kann. Und da beziehe ich mich zumindest im Großen und Ganzen wieder auf einige Punkte, die Sangharakshita genannt hat. Und der erste Punkt ist die Unfähigkeit zu erkennen, dass wir etwas Gutes erhalten haben. Ja, also das finden wir jetzt in der Bedeutung Katanyuta wieder, das Wissen, was uns getan wurde. Akatanyuta, also Undankbarkeit, ist Nichtwissen, was uns an Positivem getan wurde. Und manche Menschen sagen anscheinend, ja, haben eine negative Einstellung dem Leben an sich gegenüber. Sie sagen, ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden. Danke sehr. Was nicht ganz stimmt, der buddhistischen Wiedergeburtslehre zufolge. Also ich weiß, dass ich in meinen Teenagerjahren ein paar finstere Momente hatte, wo ich das gedacht habe. Dankeschön, ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden. Und wenn man tatsächlich so eine Haltung aufrechterhält, dann kann man natürlich nicht dankbar sein dafür, dass man das Leben bekam. Dann kann man auch den Eltern nicht dankbar sein. Das bedeutet, dass man nicht das Potenzial erkennt, was in dem Menschenleben drinsteckt, dieses ungeheure Potenzial. Oder manche Menschen haben keine Dankbarkeit gegenüber dem, was ihnen in Sachen Bildung oder Wissen gegeben wurde, einfach weil sie den Eindruck haben, dass ihnen da was übergestülpt wurde. Sie können Bildung oder das, was sie gelernt haben, von ihren weltlichen Lehren nicht wertschätzen. Vielleicht sogar einen gewissen Groll, dass ihnen da was übergestülpt oder so aufgezwungen wurde. Und dann kann auch keine Dankbarkeit entstehen. Naja, und das gilt auch für den Bereich der spirituellen Freunde. Ja, also selbst der Buddha hat nicht immer nur freundliche Blicke auf sich gezogen. Der wurde sehr stark angefeindet teilweise. Es gab sogar Mordversuche, Mordanschläge auf den Buddha. Das heißt, nicht jeder hat erkannt, dass das, was er zu bieten hatte der Welt, dass das was ungeheuer Positives war. Manche haben ihn für einen Verkünder von Irrlehren gehalten. Also diese Menschen hatten eben Akatanyuta, sie haben nicht gesehen, was er zu bieten hatte. Der zweite mögliche Grund für Undankbarkeit ist, wenn man etwas Gegebenes als selbstverständlich nimmt. Also man sieht zwar, das wurde mir gegeben, aber man denkt, ja, das verdiene ich auch, das steht mir auch zu. Und ich denke persönlich, dass das der wichtigste Grund ist für Undankbarkeit. So in meinem Empfinden nach würde ich denken, das ist das, was uns meistens hindert, dankbar zu sein. Wir erkennen zwar, dass wir etwas bekommen haben, aber wir erkennen nicht, dass es ein Geschenk war. So gerade vielleicht bei Eltern oder Lehrern, wir denken, wir haben einen Anspruch darauf. Ja, das ist unser Recht, umsorgt zu werden als Kinder. Das ist unser Recht, eine Bildung zu erfahren. Wir haben einen Anspruch darauf. Also warum sollten wir dankbar sein? Die mussten uns das ja geben. Das war ja ihre Pflicht. Und ich denke, das ist eine sehr verbreitete Haltung, so eine rechte Mentalität. Und diejenigen von uns, die auf dem DBU-Kongress waren, im Herbst in Berlin, da hat Sangharakshita einen Vortrag gehalten und da ging er auch auf diese rechte Mentalität kurz ein. Und er nannte so dieses ziemlich diesen frappierenden Fall, von dem er in der Zeitung wohl gelesen hatte, von zwei jungen Leuten in Amerika, in den Vereinigten Staaten, die ihre Eltern verklagt haben, also vor Gericht gebracht haben, weil sie keine glückliche Jugend hatten, keine glückliche Kindheit hatten. Also sie betrachteten es als ihr Recht, als ihr Menschenrecht, eine glückliche Kindheit zu haben. Ja, und deswegen können wir möglicherweise vieles von dem, was wir bekommen haben oder was uns gegeben wurde, nicht wirklich wertschätzen, weil wir denken, naja, es stand uns sowieso zu, wir haben da einen Anspruch drauf. Dann kann keine Dankbarkeit aufkommen. Und ich denke, vielleicht ist das auch gerade bei Eltern der Fall, ja, dass wir es nicht nur für selbstverständlich hinnehmen, was wir von ihnen bekommen, sondern dass wir auch manchmal, glaube ich, sehr hohe Ansprüche haben von dem, was Eltern zu leisten haben. Also Eltern sollen halt nicht nur uns wickeln und füttern und uns gehen und Sprechen beibringen, sondern sie sollen auch immer einfühlsam sein und sie sollen gerecht sein und sie sollen uns in unserer persönlichen Entfaltung fördern. Und manchmal, selbst heute noch, wir sind lange erwachsen und trotzdem erwarten wir, dass unsere Eltern verstehen, was wir denn tun im spirituellen Leben. Also ich kenne manche meiner Freundinnen, die sagen, meine Eltern verstehen nicht, was ich tue, und das ist so schmerzhaft. Und
wieso sollten Sie das verstehen? Ich meine, es ist nicht gerade naheliegend, was wir hier tun. Wieso sollte man einer alten Dame oder einem alten Herrn zumuten, dass sie das nachvollziehen oder möglicherweise auch noch befürworten sollten? Also was für eine Erwartungshaltung dahinter ist. Und ich habe gerade vor 2 Wochen einen Brief von einer Freundin von mir bekommen, einer sehr engen Freundin von mir, und ich fand ihn sehr berührend. Und sie schrieb, dass sie ihre Mutter besucht hat nach längerer Zeit und dass sie plötzlich erkannt hat, dass sie immer was von ihr gewollt hatte, was ihre Mutter ihr einfach nicht geben kann. Das ist nicht, dass sie das nicht geben wollte, aber was sie einfach nicht geben konnte. Und sie sagte, dass sie eine tiefe Scham empfunden habe plötzlich. Und sie schrieb in Klammern im positiven Sinne, eine tiefe Scham dafür, dass sie sich so oft über ihre Mutter beklagt hat und so oft anderen vorgejammert hat, wie schwierig das doch sei. Und dass sie das wirklich ändern wollte. Und dass seitdem ihre Empfindungen ihrer Mutter gegenüber viel entspannter geworden sind. Und ich weiß nicht, vielleicht nehmen manchmal Menschen auch, also nicht nur die Eltern als selbstverständlich hin, sondern nehmen wir auch vielleicht manchmal den FEBO oder das Zentrum als selbstverständlich hin. Ich weiß nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das eine sehr verbreitete Haltung ist, um das gleich zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen ihrer Dankbarkeit da sehr klar und warm und herzlich Ausdruck verleihen. Aber manchmal trifft man da auch auf so eine Anspruchshaltung. Da erinnere ich mich an ein Gespräch, was ich hatte, als das Zentrum noch wirklich in den Kinderschuhen steckte. Als das wirklich nur eine Handvoll Leute waren, die hierher kamen. Und es gab noch kein sehr breites Angebot. Es waren einfach nur so wenige Leute. Und da kam jemand, der war ganz neu, der war vielleicht 4, 5 Mal da gewesen. Und er meinte einmal sehr heftig, meinte er, er findet es unmöglich, dass das Zentrum tagsüber nicht betretbar ist. Er möchte tagsüber auch meditieren. Er findet es unmöglich, dass wir das nicht organisieren, dass hier die Tür immer geöffnet ist. Das ist ja in manchen Kirchen auch der Fall. Also ich weiß noch, wie ich einfach dachte, ja, ich finde das auch ganz toll, aber wer soll das tun? So, also da war einfach ganz klar ein Anspruchsdenken. Das war eine Institution und die Institution hatte das zu bieten, was Menschen brauchen. Es war ihm überhaupt nicht bewusst, dass das einfach Menschen sind, die das als Geschenk anbieten und ja nur tun, was sie auch tun können. Und ich denke, auch wenn ich einfach in mein eigenes Leben gucke, kann ich sehen, dass ich Ansprüche hatte, die einfach vollkommen unrealistisch waren an Ordensangehörige und an Menschen hier. Also ich erinnere mich an bestimmte Reaktionen, wenn ich weiß, es gibt ein bestimmtes Angebot für Männer im Sangha. Ja, warum gibt es das gleiche Angebot nicht für Frauen? Das ist doch ungerecht. Das muss es doch geben. Und der Punkt ist nicht, dass es das nicht geben sollte. Der Punkt ist, dass die Angebote ja nicht von irgendeiner Instanz kommen, die gleichmäßig Mittel verteilt, sondern dass alles, was angeboten wird, einfach ein Geschenk ist. Und natürlich ist erstrebenswert, dass alle Veranstaltungen für Männer und für Frauen angeboten werden. Aber es ist kein Anspruch, es ist kein Recht. Es gibt nicht irgendeine Instanz, an die ich mich wenden könnte, um dieses Recht da durchzusetzen. Also diese Haltung von haben wollen und Recht haben darauf. Oder ich habe manchmal in meinem Leben Ratschläge bekommen von Ordensangehörigen, die sich nachher als nicht so hilfreich erwiesen. Und ich hatte über Jahre, muss ich gestehen, über Jahre einen kleinen Groll manchen Leuten gegenüber. Nicht ein ganz was Riesiges, aber so einen kleinen Groll, dass sie damals mich nicht optimal gefördert haben, dass sie mir damals nicht genau den richtigen Ratschlag gegeben haben. Was für eine Erwartung, das sind ja auch nur Menschen. So nett, dass sie es überhaupt versucht haben, aber diese Erwartungshaltung. Gut, der dritte mögliche Grund für Undankbarkeit ist Selbstbezogenheit. Und zwar Selbstbezogenheit in dem Sinne, dass man sich selbstständig in den Vordergrund stellt. Eine Art chronischer Individualismus. So zu denken, man sei der Nabel der Welt. Oder auch zu glauben, dass man abgetrennt lebt von anderen und vollkommen unabhängig von anderen existieren kann. Und dass man niemandem etwas schuldig ist. Ich denke, das hat auch sehr viel mit Stolz zu tun. Der vierte Grund ist Vergessen. Ja, man weiß, was einem gegeben wurde. Man weiß, dass es ein Geschenk war, aber im Laufe der Zeit vergisst man es einfach. Es geht verloren, vielleicht gerade mit Eltern oder Menschen, die uns sehr früh in unserem Leben was gegeben haben. Es ist schon so lange her, es versinkt in Nebeln des Vergessens. Und es gibt, das ist jetzt von mir, ich denke, es gibt noch eine fünfte möglichen Grund dafür, dass man undankbar ist. Und das ist, dass man sehr wohl sieht, was einem gegeben wurde und dass man das wertschätzen kann, dass man sieht, es wurde einem gegeben als Geschenk, aber dass man die Dankbarkeit nicht voll empfinden kann, weil es von einem bestimmten Groll überschattet wird. Ja, dass jemand, der einem wirklich was Wichtiges gegeben hat, irgendwann noch einen vielleicht verletzt hat oder was getan hat, was nicht gut war. Und dass dieser Groll sozusagen am Herzen nagt und einen nicht wirklich würdigen lässt, was diese Person für einen getan hat. Also ich denke, das ist ein weiterer Grund für mögliche Undankbarkeit.
Ja, also Dankbarkeit ist offensichtlich ganz allgemein eine wichtige Tugend, jetzt nicht nur im Buddhismus. Weil ich dachte, dass speziell im buddhistischen Kontext oder im buddhistischen Sinne gibt es auch etwas, Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, nicht nur eine positive Emotion, das ist es auch, aber es ist auch etwas, was im Einklang mit der Realität ist. Das heißt, wenn wir im Einklang mit dem sind, wie Dinge wirklich sind, dann sehen wir, dass wir nicht getrennt von anderen existieren und dass alles, was wir sind, von unzähligen Bedingungen abhängen und von unzähligen Hilfen abhängen, die wir von außen bekommen haben. Also wir sind in Einklang mit der Realität. Wenn wir nicht dankbar sein können, sind wir nicht im Einklang mit der Realität. Das ist vielleicht mehr die kognitive Seite davon. Und es ist die ganz normale, gesunde Reaktion eines emotional positiven Geistes auf jemanden, der einem etwas gibt. Also es ist ein ganz normal, man könnte sagen, einfach ein positiver Geisteszustand. Ja, wenn man mit einem positiven Geisteszustand jemanden sieht, der leidet, dann ist die selbstverständliche Antwort des Herzens ist Mitgefühl. Und wenn man mit einem positiven Geist auf jemanden trifft, der einem etwas gibt, dann ist die vollkommen selbstverständliche Herzensantwort Dankbarkeit. Okay.